Und aus Tel Aviv ist mir nun Ari Shalikar, der Sprecher der israelischen Armee, zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Shalikar. Shalom aus Israel. Nun haben wir in der Nacht einen Angriff gesehen der israelischen Luftwaffe auf eine Moschee in Jenin, also im Westjordanland. Warum also jetzt dieser Fokus auf das Westjordanland? Was haben Sie dort vorgefunden? Also ganz und gar nicht Fokus auf weder Westjordanland noch andere Gebiete intern in Israel, weil der Fokus nach wie vor natürlich auf den Gazastreifen bzw. sowohl die Hamas und der Islamische Dschihad im Gazastreifen und natürlich die über 200 Geiseln, das ist natürlich der Fokus. Aber Hamas und Islamischer Dschihad versuchen natürlich auch an anderen Orten zuzuschlagen. Und gestern Nacht stand ein Terroranschlag kurz bevor, und zwar ausgetragen von Terroristen dieser zwei Terrororganisationen, die sich in einer Moschee verabredet haben, von dort aus losziehen wollten, dass diese Moschee als eine Art Kommandozentrale genutzt haben, ist eigentlich dasselbe Vorgehen wie im Gazastreifen, wo natürlich auch Moscheen, Krankenhäuser und Schulen ausgenutzt werden für ihre aggressiven Terroranschläge. Nun haben Sie klargemacht, der Fokus liegt eigentlich weiterhin auf dem Gazastreifen. Nun gab es auch die Ankündigungen, man will die Angriffe weiter ausweiten, weil eben die neue Phase vorbereitet wird. Bringen Sie uns da noch mal ins Bild. Was bedeutet das genau? Wie kurz stehen wir denn vor der Bodenoffensive? In den letzten über einer Woche mittlerweile, 8, 9 Tagen, sind über 500, 600, 700.000 Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen Richtung südliches gegangen. Der nördliche Teil ist mittlerweile leerer von Zivilisten und erlaubt somit auch der israelischen Armee, pinzettenartiger, nadelstichartiger, so präzise wie möglich gegen die Terroristen vorzugehen, die insbesondere natürlich in der Hauptstadt des Gazastreifens, Gaza City, sich verschanzt halten. Und wir wollen an sie ran, wir wollen sie zur Rechenschaft ziehen. Und jeder Zivilist, der in den letzten Tagen Richtung Süden gegangen ist, ist natürlich eine gute Neuigkeit. Ja, da muss ich noch mal nachhaken, denn genau, Sie haben es gesagt, an sich sollen also alle Zivilisten in den Süden gehen. Nun gibt es aber auch Berichte, dass auch eben im Süden des Gazastreifens in Chan Yunis, genau gesagt, ein Wohngebäude nun getroffen ist. Also eigentlich tabu eben wegen der Zivilisten. Warum dann dennoch dieser Angriff? Naja, also dass aus dem Süden des Gazastreifens nach wie vor vermehrt auch Raketenbeschuss auf Israel stattfindet. Also wir sind jetzt bei über 7.000 Raketen, die in den letzten 15, 16 Tagen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. All diese Raketen wurden ja nicht aus Gaza City geschossen, sondern sehr viele von ihnen auch aus Khan Yunis, aus Rafah und aus den Ortschaften drumherum. Hamas nutzt natürlich diese Situation aus, dieses positive Entgegenkommen Israels gegenüber der Zivilbevölkerung, und nutzt genau diese Gegenden aus, um von dort vermehrt auch zu schießen oder aus den Stellungen dort ihre Terror, alle möglichen Dinge, die sie dort machen, zu organisieren. Und deshalb ist Khan Yunis oder Rafah natürlich, das sind jetzt nicht Safe Zone. Die Safe Zone, die eingerichtet wurde, heißt Al-Mawasi, südlich von Wadi Gaza. Aber Khan Yunis und Rafah, diese zwei größeren Städte, von wo aus die Hamas natürlich auch operiert und der Islamische Dschihad, sind natürlich auch Ziele, wenn von dort auf Israel geschossen wird. Wir müssen auch noch mal über den Norden sprechen, denn auch, Sie haben jetzt angekündigt, man will auch noch mal weitere Ortschaften evakuieren an der Grenze zum Libanon und eben auch zu Syrien, weil es dort eben auch wieder vermehrte Angriffe gegeben hat seitens der Hisbollah. Was haben wir da inzwischen für eine Sperrzone? Auf was stellen Sie sich da ein? Also kann man sich vorstellen, dass auch dort ihrerseits größere Angriffe künftig dann stattfinden werden? Vorstellen kann man sich leider in diesen Tagen so ziemlich alles. Und als Militär muss man sich natürlich auf den Ernstfall, auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten. Und das ist natürlich, dass wir auch an weiteren Fronten angegriffen werden. Wir werden jetzt schon in den letzten 2 Wochen aus anderen Fronten angegriffen, beziehungsweise aus dem Libanon und sogar Beschuss aus Syrien gab es auch vereinzelt. Und deshalb sind wir uns natürlich der Lage bewusst. Circa 400.000 Reservisten wurden eben nicht einberufen, um im Süden alle stationiert zu sein oder in Tel Aviv, sondern auch mit dem Blick Richtung Norden, wo natürlich nach wie vor die Hisbollah und mit der Hisbollah natürlich das Mullah-Regime im Iran nach wie vor provoziert und zündelt. Wir müssen auf jede Entwicklung dort natürlich vorbereitet sein.
Nun haben wir gestern ja die positive Nachricht bekommen, dass zwei der Geiseln freigelassen worden sind, freigekommen sind. Nun hat man auch seitens der israelischen Armee die Zahl aber der Geiseln insgesamt noch mal nach oben erhöht. Nämlich man spricht jetzt von 210, wo man entsprechend auch die Familien benachrichtigt hat. Wie kommt das denn? Also haben Sie wirklich direkte Kontakte auch? Ist die Hoffnung da, dass vielleicht auch ja, zeitnah weitere zivile Geiseln freigelassen werden könnten? Naja, also 210 Geiseln, die jetzt in der Gefangenschaft der Terroristen sind, ist die derzeitige Zahl, weil ungefähr 100 Menschen in Israel noch vermisst sind. Diese 100 Vermissten sind entweder auch im Gazastreifen, das heißt, es könnte sein, dass wir irgendwann bei 310 Geiseln sein werden. Kann aber auch sein, dass unter diesen 100, die jetzt noch vermisst sind, wir in den nächsten Tagen, Wochen noch Leichen bergen werden, im Raum Grenzzaun Gaza-Israel, an diesem 7. Oktober, wo halt Terroristen ins Land geströmt sind und dort teilweise Leichen in Gruben zurückgelassen haben. Und deshalb ist das eine Situation, wo wir natürlich uns bewusst sind, solange nicht alle Geiseln lebendig, gesund wieder in unseren Armen sind, werden alle Kanäle, ob diplomatische oder militärische, natürlich genutzt, um die Geiseln zu befreien. Das heißt, liegt es auch daran, dass Sie eigentlich darauf noch warten, dass auch diese Bodenoffensive bisher noch nicht begonnen hat? Ich denke nicht, dass man A mit B und B mit C vergleichen sollte oder das in parallel irgendwie wahrnehmen sollte, sondern es gibt Dinge, die parallel laufen. Ja, das eine hat auf das andere teilweise gar keinen Einfluss, sondern es gibt bestimmte Vorbereitungen, die man macht, die sehr wichtig sind, um, wie gesagt, und das habe ich die letzten Tage immer wieder deutlich gemacht, um so präzise wie möglich vorzugehen. Wir haben im Fall des Krankenhauses in Gaza gesehen, das ist nur ein Beispiel, wie die Hamas versucht, fehlgezündete Raketen von sich selbst als israelische Angriffe zu verkaufen der Welt, teilweise mit Erfolg. Wenn wir jetzt gucken, nach 2 Wochen Krieg sind mittlerweile 550 Raketen, die die Terroristen auf Israel abgefeuert haben, im Gazastreifen selbst eingeschlagen. Das heißt, 550 Raketen der Palästinenser haben Palästinenser getroffen. Darüber spricht die Hamas natürlich nicht und auch der islamische Dschihad nicht. Es sollte aber ein Thema sein und dasselbe tun sie natürlich auch mit den Geiseln, wo sie versuchen, über, ich sage jetzt mal, psychologische Terrorkriegsführung der Welt ein anderes Bild von sich zu zeigen, sich als human zu zeigen, als Organisation, mit der man eventuell in Dialog treten kann und so weiter und so fort. Dabei handelt es sich um eine Mörderbande, die am 7. Oktober ein Massaker angerichtet hat und ausgeführt hat an Kindern, an Babys, verbrannt hat, exekutiert hat, Dinge, die wir als jüdisches Volk, wie gesagt, seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht gesehen haben. Herr Schalika, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit in diesen aktuellen Zeiten. Besten Dank. Danke.